So, hallo Leute, willkommen zurück zu I Wanna Meet the Guy. Nachdem wir es ja nicht geschafft haben und ich hoffe, dass diese Lags vorbeifilmen, aufhören, kommen wir jetzt zum nächsten Boss und wow. Ist es ein Erdbeben? Ist es ein grüner Tornado? Nein, es ist ein grüner Zangief. Von vielen deshalb auch fälschlicherweise als Alt bezeichnet. Da ist er recht eindeutig Zangief aus Street Fighter. Offiziell heißt er aber übrigens Kreidgief. Kann ich scheinbar auch nicht skippen. Das ist natürlich blöd. Ich bin gerade nicht sicher, wann ich eine Trefferzone habe. Jetzt muss ich auf jeden Fall nach hinten. Ich weiß nicht, ob es der kleine Moment... Wow! ...ist, wo er den Mund auf hat. Das kann nicht gut sein. Yep. Oh shit. Ja, da muss ich oben sein, wenn er so nach vorne kommt. Ja, man hat es recht deutlich gesehen. Ich muss dann, wenn der Mund offen ist... Ich habe immer noch Turbo, sonst muss ich auch so oft und schnell drücken. Ah, da könnte ich's. Verdammt. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich von diesem Boss zu erwarten habe. Also, wie lange ich Spaß mit ihm zu erwarten habe. Er hat natürlich auch wieder mehrere Formen, das sieht man nachher. Oh, shit. Hier ist mal dieser Fehler. Eigentlich ist dieser Anfang hier gar nicht so schwer von dem Set, was er macht. Wir können ein bisschen schneller auftauchen, oder zumindest man sollte skippen können. Ach ja, diesen ersten... Vergesse ich irgendwie immer. Bin mir auch nicht sicher, ob ich bei unendlich Handkantenschlag. Ja, da überlegt man übrigens unten auch, wenn die Hand kommt oder Faust eher komplett durchgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob man bei dem Straight, also dem geraden Schlag, hier stehen bleiben kann. So, bleiben wir mal hier stehen und. Jo, das waren auf jeden Fall Treffer. Gute Treffer, gute Treffer. Ich will zumindest versuchen, in diesem ersten Video... vielleicht kann man da... ich bin auch gerade definitiv zu nah gewesen. So, jetzt hoch. Und ich sollte mir mal genauer angucken, wann er den geraden Schlag und wann er den Handkantenschlag macht. Guck doch in die richtige Richtung, du dummes Vieh und... Ja, das Spiel stockt. Ich vermasse den Sprung und blaben. Ich darf wieder von vorne anfangen. Das wird wieder ein... Das wird viel rausschneiden, vermute ich. Naja, die ersten 15 Minuten werden jetzt auf jeden Fall in voller Länge. Mit vollen Emotionen und was nicht alles. Voll grüner Power, super grüner Power. Komm. Ah ne, das war doch der. Shit. Shit, weil ich da drunter gesprungen bin. Treffer verpasst. Na doch. Nein, er ging durch. Gut, Form 1 geschafft.
Da unten sieht man schon, es fliegt fast durchs Bild. Und das ist... Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Der ist gebuggt. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber das war der Kampf und der sollte so nicht sein, die zweite Form. Ich fühle mich ja gerade ein bisschen schlecht, aber wirklich... Wirklich Lust? Ah. Da nochmal hinzugehen, habe ich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Ha. Tja. Der Part war jetzt auch ein bisschen kurz. 8 Minuten? So ungefähr. Oh Gott. Das hier wird schön. Aber irgendwie... Oh Gott. Die Musik hier gefällt mir nicht. Und wieso treffe ich den nicht? Hallo? Okay, der Sprung ist echt knapp bemessen. Die Teile verursachen ja fast mehr Schmerzen als Kaltgief. Nein! Das war mal ein Fortschritt. Ja, ich spiele gerade so, so ja nur zum Lücke füllen, weil 8 Minuten, unter 10 Minuten will ich eigentlich nichts hochladen. Ich mache zwar oft genug über 20, aber... Ist knapp. Bei denen ist gerade so ein bisschen das Problem, dass ich... zu schnell schieße. Ich kann ja nur eine begrenzte Anzahl auf dem Screen haben. Das heißt, wenn ich oft versuche, den oberen zu treffen, sind andere noch auf dem Screen von den Schüssen und ich kann den nicht mehr abschießen. Ja, shit. Das war ein neuer Fortschritt. Oh Gott, und da habe ich vergessen, irgendwie zu springen. Springen vollkommen überbewertet. Ja, wegen Kreidgief. Irgendwie nochmal zu diesem Punkt zu spielen und gucken, ob er dann nicht glitscht. Keinen Bock. Nein, werde ich nicht machen. Niemals machen. Vielleicht werde ich... Ich werde einfach einen Link in die Description setzen von jemandem, der den... ordentlich besiegt hat. Sag mal... Sorry für die Leute, die stundenlanges Ragen erwartet haben. Kitegeef ist schuld. Und jetzt hat man auch seine tolle zweite Attacke oder so nicht gesehen. Etwas, was unten am Bildschirmrand so gerade eben noch rein durchgeflogen ist. Nämlich, das waren Blankas auf Blankas aus Street Fighter. Und ja, das sind so Plattformen, auf denen man dann springen muss, wenn man keine anderen mehr hat. Und damit muss man die ganze Zeit dann in seinen Kopf rankommen. Ist nicht ganz einfach. Und dann in der dritten Form geht das Bild ein ganzes Stück nach oben. Und ja, da sind dann wieder Plattformen. Man muss recht viel umherspringen. Man hat gesehen, da sind Stachel runtergekommen. Die werden auch... Die kommen von da oben, die sind während der dritten Form, werden die runtergeschleudert. Normalerweise ist das ein bisschen gefährlicher, weil der Kampf länger dauert und man näher dran ist an den Teilen und weniger Ausweichfläche hat und ihr wisst, wie das ist. Was kann Zangief, Kreidgief noch? Ein Hadouken, der Feuerball von Ryu aus Street Fighter. Beziehungsweise irgendeine Super-Version davon.
Kann er feuern? Ja, ist so ein bisschen Street Fighter Boss. Ach shit, ach shit. Ich denke mal, das hier gibt's beim nächsten Mal. Nein. Ich mach jetzt Schluss. Ist der Part zwar immer noch kurz, aber... Ja, ein Boss, ein Video. Das ist doch schon mehr als genug Content für dieses Video. Ja, sorry für die Leute, die enttäuscht sind, aber ich habe Kaltgift geschafft. Sowas von Stolz auf mich. Macht's gut.